Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu The Last of Us 2. Ellie hat ein Boot geklaut in der letzten Folge erfolgreich. Und so fahren wir weiter den wilden Fluss entlang Richtung Aquarium, Richtung Riesenrad, um da Abby zu finden. Leider hat sie sich jetzt von Jesse wieder getrennt, weil Jesse möchte gerne Tommy helfen. Aber Ellie hat nur Abby im Kopf und will davon nichts hören. Eine schlechte Entscheidung, aber es muss weitergehen. Auch ohne Jesse hier wieder. So. Hoffentlich hält das. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode von The Last of Us 2. Moin Moin. Okay. So. Mal gucken, ob wir auf dem Weg dahin los noch geht's. Mehr finden. Ah, okay, ich muss da lang. Alternative Bootssteuerung ist unter Option barrierefrei verfügbar. Alternative, ach, das geht schon. Das geht schon. Oh. Ich hoffe, das Boot kann nicht kaputt gehen. Da ist ein dicker Zaun. Ernsthaft jetzt? Was? Jetzt geht doch nicht echt der Motor aus. Das ist gerade neu. Komm schon. Geht's wieder an? Ja. Geschafft. Ich habe mich hier nur oben gesehen, ey, weil das. Guck dir mal die beiden Gebäude an. So. Das ist bestimmt auch so ein richtig wichtiger Punkt in Seattle, oder? Diese beiden Zwillingstürme. Sie sehen ja schon sehr identisch aus. Seattle Sleep Warehouse. Schlafwarenhaus. Wahrscheinlich für Matratzen, oder? Nennen die das Sleep Warehouse? Betten und Matratzen zu verkaufen, oder was? Komischer Name. Okay. Da geht's durch das Gebäude durch. Da hinten ist, glaube ich, auch noch ein Eingang. Gibt es einfach noch so viel zu erkunden? Boing. Hier ist ja schon Land. Land in Sicht. Ich nenne es San Salvador. Ach, eine Werkbank. Cool. Im Einsatz. Oh, Trophäe. So, Nachladegeschwindigkeit beim Revolver kann ich machen. Und bei der Pumpgun die Stabilität. Ne, dann nehme ich den Revolver hier. Habe ich den auch auf Maximum? Ah ja, diese Dinger. Die sind cool zum Nachladen, das geht schnell. Okay, Revolver Maximum, Pistole Maximum. Fertig. Gut, dass ich hier nochmal angelegt bin. Ach, das war's auch. Eine Anlegestelle für eine Werkbank. Aber ihr habt ja gesehen, hier ist eine Trophäe. Und die will man natürlich alle haben. So, wir fahren aber nicht da lang, das ist für zu langweilig, sondern wir fahren hier rein. Na gut, aber da ist ja nichts. Na ja, mal die Scheiben kaputt fahren. Wow, guck mal hier, das ist so eine Schwebebahn gewesen, ne? Oder eine Schienenbahn, die schwebt ja nicht da vorne. Ist das fett? Optisch, ey. Seattle Schienenbahn. Mega. Ah, da bei dem Typen liegen Sachen. Sagt er. Pillen! Und ein Brief auch. Shotgun voll. Vielleicht wieder ein Hinweis für irgendwas. Oh! Ins Schamlader getroffen wahrscheinlich. Falls irgendwelche Wolves das lesen, warnt Isaac und die anderen. Die Gerüchte sind wahr. Da draußen ist ein neuer Infizierter. Sieht aus wie etwas, das schon zur Hälfte ein Bloater ist, dann aber einen Rückzieher gemacht hat. Hässliches Drecksvieh.
Vielleicht hat der ganze Regen in der Gegend eine Mutation verursacht? Keine Ahnung. Er war langsam, also konnte ich ihn leicht erledigen. Aber als ich ihm näher anschauen wollte, sind alle Pusteln auf ihm explodiert. Meine ganze rechte Körperhälfte ist verbrannt. Irgendeine Säure. Wenn ihr seht, dass so ein Ding in eure Richtung stolpert, haltet euch fern. Okay. Dann sind also die Bloater doch nochmal danach dann. Also noch viel schlimmer. Das haben wir auch im Rückblick wieder gesehen. Die Bloater halten ja noch viel, viel mehr aus. Ja, kann natürlich wirklich sein, wenn das hier so feucht ist in der Gegend, dass die sich hier entwickelt haben. Weil in Jackson, da gab es ja keine. Da haben sie jetzt solche Infizierten noch nie vorher gesehen. Vielleicht hat es wirklich was mit der Gegend zu tun, wie sich der Pilz entwickelt. Der passt sich vielleicht auch so ein bisschen der Umgebung dann an. Ach du Scheiße. Verdammt. Ach du Scheiße. Okay, da sind ganz schön viele. Und die haben auch ein Boot. Ah ne, die kämpfen, ne? Da Wolves kämpfen dagegen. Gegen die anderen. Guck dir das an, voll der Bürgerkrieg. Oh Gott. Alter Schwede. Ich glaube, da sollte ich auch mal mitmischen. Wow! Mein Boot! Ich glaube, ich muss da sogar hin. Hier ist kein Weg. Da ist das! Das Boot ist neu! Wo kann ich den anlegen, ey? Hier. Coole Dartscheibe. Da fangen sie wieder an zu pfeifen. So, wie komme ich denn da rauf? Oh! Ihr müsst nicht extra runterkommen. Okay. Jetzt habt ihr den Salat. Jetzt komme ich hoch. Ach du Scheiße. Okay. Wo steht die andere Person? Weiter weg. Ah, okay, das wäre was. Du siehst den Bogen nicht, der da hinten rausguckt. Eigentlich könnte ich jetzt vielleicht hier sogar warten, weil die erwarten doch bestimmt ein Antwortpfeifen, oder? Und wenn keins kommt, müssten die vielleicht hierher kommen. Oder auch nicht. Einer ist unten. Pack ja mein Boot nicht an, ey. Ah, das ist eine scheiß Ecke hier. So geht's auch. Nicht. Yeah. Yeah, sagt sie auch noch. Wie sie sich richtig freut, ey. Da ist eine ganz neue, frische Waffe. Ah, fuck. Die kamen ja leider hier rein. Ich nehme die jetzt schon mit. Hast du auch keine Lebenspunkte? Nee. Das hat ein Schokoriegel. Ah, guck mal an hier. Da sieht man ganz genau, wem der Stützpunkt gehört. Nein, nicht genau so. Das waren alle. Okay. Ich höre mein Boot noch von unten rumtackern.
So, vielleicht finde ich ja irgendwo noch mal ein neues Medikit oder so. Dann können wir erstmal unten auch nochmal looten gehen. Da waren ja auch noch die WLF, die ja ausgeschaltet worden sind. Es donnert das auch noch, ey. Nice. Hier geht's wieder runter. Was für ein mieses Wetter. So, maximales Leben erreicht. Wie oft donnert das denn? Was ist denn das für ein Sturm, ey? Okay, da hinten ist so eine Küche. Schrauben! Jawohl. Schrauben sind super. Ich habe ja auch eben ja so viele Schrauben ausgegeben. Okay, kann man da noch hin? Nee. Das sieht nicht so aus. Da kann ich aber weiterfahren mit dem Boot. Also ich hätte so oder so hier durchgemusst. Ich muss da langfahren. Also passt das schon hier mit dem... mit der Action. Ah ja, da bin ich rauf, genau. So, wo lagen denn jetzt hier die anderen Leute? Da mal noch rein, das war die andere Stelle. Habe ich, ja, habe ich schon gesehen. Huch. Wieder ein Bagel-Shop. Da kann man doch noch hin. Ja, ich fast übersehen hier. Da kann man doch aufklettern. Ja, cool. Alles voll. Laufen hier durchs Wasser rum, ey, und übelstes Gewitter. Ich hoffe, dass hier kein Blitz einschlägt. Man soll doch nicht ins Wasser gehen, wenn Gewitter ist. So, hier ist das Boot von den Wolves. Hier ist die verbrannt. Hat aber nichts fallen lassen. Dann fahren wir weiter. Ellie, die Mütze kannst du auflassen. Wir kommen gleich wieder ins Freie. Hier gibt es kein Zurück mehr. Ach du Scheiße. Unter einem Haus durchfahren, ey. Wow. Okay, ein weiteres Tor. Sieht so aus. Ja, wäre auch zu einfach gewesen. Ja, echt. Wäre auch zu einfach gewesen. Die Kette da sieht aber auch nicht mehr ganz so stabil aus. Die ist da kaputt an dem Rohr. Muss ich von oben irgendwie vielleicht versuchen zu reparieren, ne? Ein Flyer. Ja. Die WB Spielhalle präsentiert die alljährliche Nächte des Schreckens. Kostümierte Gäste erhalten 100 Tickets kostenlos. Besonderes zu Halloween, essbarer Horror, Gruselkostüm, Wettbewerb, spuktakuläre Preise. Spuktakuläre. Aha. 20. September bis 31. Oktober, 20 Uhr bis Mitternacht. Nehmen wir mit. Dass Ellie dazu gar nichts sagt. Ich hätte, gerade wenn man sowas findet, hätte sie noch irgendwie einen Spruch geben können oder so. Ach, guck mal hier, das ist eine Kegelbahn gewesen. Ach nee, Quatsch, so ein Ding hier. Ich dachte eben. Ich
Ich dachte eben an was anderes. Zu? Nee. Die ist offen. Nochmal 10 Pillen, nice. Okay, das war's. Das Wetter macht mir echt Sorgen. Bewegt sich vom Wind nur, ne? Da kann man doch bestimmt rein auf der anderen Seite. Zigarettenautomat mit Schrauben. Ja, richtig gute alte Daddelbude hier. Mit Tischkicker, Motorraddingens fahren, Meteor-Battles. Geil. Na, das berühmte Biber-Spiel. Go Smash! Go for Smash! 17, wow, noch mehr. 20 Schrauben, ey. Verflucht. Was ist denn der Typ hier drauf? Hä? Den hat jemand ein Grinsen aufs Gesicht gezaubert. Das sieht ganz schön böse aus. Eine Werkbank. Noch eine. So. Maximum. Mach ich die Schrotflinte jetzt auch auf Maximum. Stabilität. Erstmal wieder rumschrauben. Hoch. Ah, der Schlitten ist neu. Und der Griff auch? Der ganze Griff und Schlitten neu? Okay, jetzt habe ich schon drei Waffen gemacht, Maximum. Den Revolver, die Pistole und die Pumpgun. Jetzt muss noch das Gewehr hier und der Bogen. Dann hätte ich alles. Jedenfalls bis dahin, wo ich dann eine weitere Waffe, neue Waffe finde oder so. Ach du Scheiße. Das ist eine neue Waffe. Das ist doch... Ach nee. Ich dachte eben, ich kriege jetzt hier eine doppelläufige Flinte. Guck das an. Das ist eine ganz andere. Ach, guck mal, Tanzmatten. Schade, war doch keine doppelläufige neue Flinte. So, Maiskolben. Kindertische. Die konnten wahrscheinlich, haben sie gerade wahrscheinlich Kindergeburtstage gefeiert, weil die Kinder hier ja rumdaddeln konnten. Ja, Schokoriegel brauche ich nicht. Echt zu? Ich muss da rüber. Habe ich hier was zum Schieben? Um da oben hinzukommen? Ah, hier ist ein Karren. Oh, mit den schweren Paketen drauf, ey. Ganz schön. Oh, nicht dein Ernst. Oh, infiziertes Zeug. Pilze. Nein! Bloater! Holy shit. Problem ist, beim letzten Bloater war ich wenigstens mit Joel noch zusammen. Wo bleibt denn dieses... Die Anzeige fürs... Warum jetzt noch ein Infizierter?
Lebt er immer noch? Ich habe keine Mollys mehr. Ja, brech halt durch die Automaten durch. Hab dich, Arschloch! Oh, der ist down. Oh, aber viele Shotgun-Schüsse, die ich jetzt da rausgehauen habe, ey. Und drei Mollys, Alter. Die schlucken aber einfach, ey. Zurück zu dem verdammten Riesenrad. Wie soll ich denn zurück zum Riesenrad, wenn ich da oben jetzt nicht zu diesem Dings komme? Ah, schade, kann ich mehr bauen. Ich kann hier aber jetzt mehr Sprengfallen anfertigen. Und hier unten das Meer. Gehe ich in die Richtung erstmal. Ja. Ja. Das ist 40 Pillen noch für das andere Ding. Ich würde jetzt gerne nochmal nach oben. Da lagen noch Shotgun-Kugeln. Jetzt habe ich wieder Platz, da, um die mitzunehmen. Puh. Und die Automaten aufschlagen, damit ich da die Schokoriegel rausnehmen kann. Shotgun, jawohl. Das wird mir jetzt nur noch angezeigt, dass ich den Wagen schieben könnte. Der ist so voll in den Arsch. Oder wozu ist dieser Kreis da? Seht ihr das? Den Wagen kann ich nicht mehr schieben. Ist einfach immer noch hier dieses Zeichen da. Oder hat er, ist da was... Ist da irgendwo raufgefallen, dass da noch was liegt oder so? Ich kann da nicht interagieren. Kriege ich nicht anvisiert. Aber wie du dich sicher fühlst und dich hinter diesen Spielekonsolen, hinter diesen Arcade-Automaten versteckst, und der einfach durchbricht. Ah. Kämpfe gegen Bloater sind echt nice. So. Spielzeuge. Und eine Superheldenkarte. Kazak Bright. Okay. Heimatplanet Titan. Okay. Der junge Kazak Bright verlor durch den Bürgerkrieg auf Titan seine Eltern und schwor die Future Alliance, die er für den Ausbruch des Konflikts verantwortlich machte, Rache. Als Erwachsener wurde er ein anerkannter Kommunikationstechniker bei Spark Century 22 und entwickelte eine Quantensignalübertragungstechnologie, die die Kommunikation über enorme Distanzen ermöglichte. Obwohl diese Spark einen Vorteil verschaffte, erlitt man gegen die Zukunfts-Alliance eine Niederlage nach der anderen. Kazak gelang es, die Reichweite seines Quantenkommunikators bis weit hinter unser Sonnensystem zu erweitern. Jetzt versucht er jemand oder etwas zu erreichen, das ihm endlich zu seiner lang ersehnten Rache verhelfen kann. Neutraler Schurke. Okay. Quantentechnik. Sollte aber nicht zu sehr mit rumspielen. Okay, Lebenspunkt jetzt auch schon wieder voll. Wie der Pilz einfach die Tür zugewachsen hat. Angry Birds. Was sind das denn hier? Sollen das Würmer sein? Sieht aus wie Kacke-Menschen. Mr. Hanky. Es sollen Regenwürmer sein, aber naja. Okay, wo bin ich denn jetzt? Hier war ich noch nicht. Da unten war ich auch noch nicht.
Achso, doch, da habe ich eben gegen Bloater gekämpft. Was ist das? Gibt es hier noch ein Safe? Jules! Jules! Ich krieg keine Luft. Dieser ganze Horror. Wir sind in dieses verfallene Gebäude gegangen, um uns noch schnell ein paar Vorräte zu schnappen und wurden von einem riesigen Dämon angegriffen. Er griff nach mir, aber Zachary sprang dazwischen und attackierte ihn mit seinem Beil. Der Dämon packte ihn am Kopf und riss ihn in zwei Teile. Ich wusste, dass er tot war und ich rannte weg. Ich bin kein Feigling, ich hatte keine Wahl. Jetzt bin ich allein und ich muss diese Reise zu Ende bringen. Ich werde es zur Insel schaffen und mich meinen neuen Brüdern und Schwestern anschließen. Ich werde Zacharys Eltern finden und seinen Namen ehren. Jules, ich gehe davon aus, dass sich unsere Wege nie wieder kreuzen werden. Ich werde für deine Seele beten. Lebt wohl, mein Freund Emmett. Seinen neuen Brüdern und Schwestern. Der hat sich wahrscheinlich den religiösen Typen da angeschlossen. Ja, und ich dachte, hier, ne? Konntest nicht mal nur Arcade spielen, sondern hier auch Konsolen. Alte PlayStation-Controller mit der riesen Glotze, hier so hier dann sitzen und so. Das ist eine echt ganz coole Anlage hier. Aber auf die andere Seite komme ich wahrscheinlich nicht nochmal für die Pumpgun-Muni. Oh, der Magier aus der Wüste. Oder der Genie. Boah, guck dir das an, ey. Das ist aber auch eine Goldgrube hier bisher hier drin. Gibt's echt alles. Das ist die Stelle. Jetzt bin ich da. Verbarrikadiert mit einem Billardtisch, den hätte ich eigentlich nicht wegschieben können, die sind sauschwer, die Dinger. Endlich. Okay. So. Reicht, dass die Kette jetzt wieder frei ist. Jawohl. Ich hole mir aber doch mal die Munition für die Pumpgun. Lass ich dann doch nicht liegen. Dafür ist mir viel zu wertvoll. Ja, wo ging es wieder runter? Ah, ich springe einfach. Hui! Okay. Der Sturm wird schlimmer und das Wasser natürlich noch wilder. Das wird echt gefährlich hier. Oh. So gut wie da. So gut wie da. Ist es nicht jetzt schon fast gegen die Strömung fahren hier? Boah, wie gut das aussieht. Vorsicht. Ja, man kommt ein bisschen langsamer voran auf jeden Fall. Boah, guck dir mal da vorne den Sturm an. Da geht's Richtung Meer, ne? Ja, ja, kein Wunder. Da ist das offene Meer schon. Boah. Oh nein. Nicht jetzt. Nein, falsch. Nein, die Welle! Oh, fuck! Oh, war ja klar, es ist mega gefährlich hier bei dem Wetter, ey. Nicht die Orientierung verloren. Was waren das für Lichtblitze? Wo bin ich denn jetzt? Scheiß drauf! Das schaffe ich!
Ich glaube, das schaffst du nicht. Wir werden rausgetrieben aufs offene Meer. Oh, noch eine Welle. Gott sei Dank kannst du schwimmen, Ellie, ey. Warte, ich will dahin. Hoch hier. Oh Gott. Boah. Oh Gott. Das war krass. Oh, da war los. Okay, das ist hier der Pier, der dann zum Riesenrad führt. Da ist das Aquarium, da steht's dran. Okay, unser Boot ist auf jeden Fall weg. Krass. Muss erstmal die Orientierung behalten da draußen, ey. Da ist die Space Needle. Nice. Okay, Leute. Wir sind fast beim Aquarium angekommen. Da vorne ist es. Wir werden hier mal eine kleine Verschnaufspause einlegen. Denn wir wurden ganz schön durchgewirbelt von diesen riesen Surferwellen. Ganz schön heftig. Ich hoffe, euch hat die Folge heute etwas gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir haben erfolgreich mal wieder einen Bloater bekämpft. Hat Spaß gemacht. Und ja, mal gucken, wie es in der nächsten Folge weitergeht im Aquarium. Ob Ellie dann am Ziel angekommen ist und Abby findet. Und ja, was ist mit Jesse und Tommy? Wo sind die? Wenn Tommy das war, aber ich rechne stark damit, dass er der Scharfschütze war. In der nächsten Folge geht's vielleicht damit weiter. Also haut rein, ciao.